Willkommen zurück zu The Outer Worlds. Was müssen wir machen? Ich weiß es nicht mehr. Aufgaben. Grab. Ach ja, genau, die Grabgebühr noch eintreiben. Da müssen wir doch mal hier mal rein und schauen, ob wir da irgendwas finden. Wir gehen einfach mal hier rein. Auch so ohne Probleme, ne? Ohne Probleme einfach rein. Brief von Phyllis. Conrad. Ich bin gerade erst aufgestanden. Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Space ist Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivpost. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis G. Punkt. Was ist das denn? Das will ich gar nicht wissen. Oh, guck mal, der hat Bitmodule und leichte Pistolen und. Aber stehlen wollen wir ja noch nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas, womit wir ihm so ein bisschen nochmal mit ihm schnacken können. Wieso will ich rausgehen? Hier ist er doch. What can I do for you? Ich möchte meinen Chef reparieren, überzeugen. Medizin. Überzeugen. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Eugene? How? Das geht dich nichts an. Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ja, er wird sie sicher nicht mehr vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Dir bleibt wohl nichts anderes übrig. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Schön. Wer war eigentlich nochmal die Person? Wie hieß denn der andere nochmal? War das Eugene? Da, wo wir in der Fabrik waren, die eine da, die, ihr Nachbar, der gestorben ist, von wem sie dann jetzt die Grabgebühren übernehmen muss. Keine Ahnung. Ich habe gehört, Eugene hat sich umgebracht. Was ist passiert? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Also muss die Stadt keine Strafe zahlen. Also war es doch die Person, ja. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Na dann. Ja, dann haben wir noch eine Person, die wir anschnacken müssen, oder? Ja. Aber die ist, glaube ich, draußen auf dem Landeplatz. So. Ja, da hinten irgendwo. Na toll. Verdammt. Das hat sich komisch angehört.
Und ich höre ganz viele Viecher. Kann man da eigentlich in diese Häuser rein? Nö. Oh, das war der falsche Eingang. Nö. Gut. Gut, wen haben wir denn da unten? Da ist er. Voll die riesigen Wuscheldinger. Bestimmt voll flauschig. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. What? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ich hab gar keine Ahnung, wovon du redest. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Ja, was auch immer. Silas hat mich geschickt, oder Silas? Silas, ne? Du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Das war ja mal gar nicht so schwer, das ganze Geld einzutreiben. Lügen, was? Wieder schon anschließt, erstmal einen Ruf also endlich voll. Ja, das ist er. Und er bittet um einen kleinen Betrag, um, den Widerstand mit Roboter-Anti-Spray, oder andersrum, Anti-Roboter-Spray auszurüsten. Mechanical Repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. Na, was ein Zufall. Übrigens, wenn dein Widerstand Söldner einstellt, stehe ich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some spaces chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Sehr schön. Ach so, und übrigens, richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. So, und was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Ja, gut, mach ich. Ich brauche keine Tipps, doch brauche ich. Wenn ich diesen Roboterspäher ausschalten soll, könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Das ist ein sehr technischer Begriff, ja. Und ich glaube, wir lassen dich in Frieden. Yay, Level Up! So, dann würde ich sagen, packen wir nochmal ein bisschen Nahkampf, in Fernkampf rein. So 5 Punkte. Und ah, gute Frage. Ich habe übrigens dann gesehen, als ich den ersten Part geschnitten habe, da war noch ein Text, den muss ich gleich mal gucken. Und zwar wegen dem Adreno Zeuggedöns. Gucke ich gleich mal. Dialog. Machen wir mal 2 in Dialog. Dann haben wir wenigstens Lügen auf 20, so wie ein. So. Und die 2 Punkte packen wir dann in Tarnung rein. Schätze ich mal. Machen wir einfach mal so. Gut. Und zwar Inventar wollte ich gucken. Und da. Verbrauchsgegenstände können direkt hier verwendet werden. Oder du kannst sie in deinen Inhalator laden. Das ist wahrscheinlich das hier dann. Ja, genau. Da ist eine und da haben wir 6. Und das ergibt 7. Ich kann Mathe. der Inhalator verwendet automatisch Adreno, falls welches verfügbar ist. Die Kapazität des Inhalators und die Effektivität des Adreno hängen von deiner Medizinfertigkeit ab. Okay. Okay. Was ist Adrena Time? Kann ich das jetzt einfach auch damit reinmachen?
Wird das dann zusammen benutzt? Ich glaube nicht, aber ich lasse es einfach mal drin. So. Bevor wir da wieder in die Stadt gehen, weil wir müssen ja noch mit dem, naja, mit dem Anführer reden, würde ich sagen, gehen wir mal schnell ins, nee, nicht bis ins Grab, Stirbroboter. Gehen wir mal schnell dahin, weil es ist ja hinter der Stadt. So direkt um die Ecke eigentlich. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal schnell. Mal wieder ein bisschen ballern hier, ne? Ballern. Ja, Munition ist wirklich nicht mehr so toll. Oh, da ist einer. Zeig mir mal dein blaues Dingsbumsgedöns. Da. Aua. Ich glaube, unsere Waffe ist nicht so sonderlich gut geeignet gegen Roboter. Ich will eigentlich nur mal so ein Dings reindonnern. Ha, verkrüppelt. Boah, scheiß drauf, komm. Ich geh in Nahkampf. Also Nahkampf scheint hier echt gut zu sein. So, dann können wir auch... Oh, Mülleimer durchsuchen. Ich würde sagen zurück, aber nein, erstmal Mülleimer durchsuchen. Dieser Ton ist ein bisschen nervig. So bei den Mülleimern, dieses... Naja, nicht so ganz, aber... ihr wisst schon. So, da ist noch was. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich mein Mikro hier hinstellen soll. Denn jetzt im Moment habe ich Rückenschmerzen von dem etwas gebückten Sitzen. Ich muss das mal irgendwie... Ich brauche einen neuen Tisch. Das soll ja eigentlich auch woanders hin. Weil direkt über mir ist mein Beamer. Wobei das natürlich schon nett ist, wenn man halt so spielt und dann noch so auf dem Beamer Freundin kann mitgucken oder Freunde, wie auch immer. Ist dann schon, ja, keine Ahnung, ist auch egal. Voll vom Thema vorbei. Hallo, wir haben den Roboter gerobert. Bring us on, Soldier. Gerobotötet. Du musst dir um den Speer keine Sorgen mehr machen. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. And the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory. Behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Du hast deine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Ja, ich sag dir, wenn ich sie gefunden habe. On the double soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Habe ich eine Frage an dich? Go on. Was genau tust du hier? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Ja, okay, ich lasse dich in Frieden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal dann in die Stadt, weil da müssen wir eh rein. Wir müssen ja eh in die Kantine. Und dann können wir auch mal mit dem anderen Heino da reden. Diesen Oberboss von der Stadt. Was ist denn das für ein ekliges Schwein? So, da drin soll das also irgendwo sein. Mal gucken, ob wir da wieder irgendwelche Probleme kriegen. Also, was heißt wieder? Hatten wir ja eigentlich bisher gar nicht. Ne? Was mich gerade so ein bisschen wundert. Ich meine, das einzige kleine Mini-Problem war halt, dass er seine Schulden nicht hatte und wir dann einmal zurück mussten, wieder hin müssten, kurz was suchen mussten und das war's. Ach, da drin. Hallo! Ich geh mal kacken. Ganz freudig. Ludwigsbündel. Danke.
Nothing we can do about that. Ja, finde ich auch. Irgendwie hat das was hier. Irgendwie ist das einladend. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So. Wir können ja übrigens die Schulden wieder zurückbringen. Also die ganzen Schulden, die wir jetzt eingesammelt haben, könnten wir jetzt dem Silas geben. Und dann gehen wir wieder zurück zu dem Offizier. Zum Landeplatz halt. Und dann schnacken wir endlich mal mit dem Super Boss Hino. Hallo. Oh. Gegen das Grab getreten. Grave digging's a fine profession. Always work to be had and nary a word of complaint out of your clients. Ja, hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Nö, alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ja, ich bin ja auch 85 Jahre alt oder so, keine Ahnung, wie alt wir sind. 70 Jahre waren wir in Kryoschlaf, mindestens. Oder maximal, keine Ahnung, ungefähr. Überzeugen. Ich hab mir für dich den Arsch aufgerissen. Mit dem Rumrennen und so. And I'll buy you a drink sometime. Ich hab da eher an harte Währung gedacht. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Und Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Ja, er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. Hey, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Ja, fängt halt mit A an, ne? Ich muss mich noch was anderes fragen. Ja? Und zwar, hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. Is there a reason you asking? Och, die Hope ist kein Gerücht, sie existiert. Ich bin der lebende Beweis. Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some Zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Ja, das ist doch lächerlich. No, this is sounding like sedition. I'm not too keen on getting clapped in irons because you wouldn't stop running your mouth. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop. Or there's gonna be trouble. Ja, und wieso sollte eine bloße Frage zum Problem werden? Trouble's in the asking. Board don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Na gut, dann würde ich sagen, tschüss. Ja. Dein Ruf bei einer Fraktion hat sich verändert. Wenn dir Leute übel gesonnen sind, aber dein Ruf nicht bei Süchtkontakt töten ist, verschwinden für ein paar Tage, bla bla, was auch immer. Dann sollen wir halt ein paar Tage untertauchen. Wollte er, glaube ich, damit sagen. Kann ich nicht jetzt eigentlich schon schnell reisen? Ja, kann ich schon. Machen wir das so. Denn auf dem Weg dahin ist, glaube ich, nichts, was wir finden können. Mussten wir hin? Ja, mussten wir. Bring us honor, soldier. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Ja, okay. Und was jetzt? Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Na, wie schön, dass wir da eh noch hin müssen. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das bereuen werde? I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Kann ja nicht so schwierig sein. If you die horribly,
I will pour out a can of Zero G to your memory. Dankeschön. Gut. Du hast eine Waffenmodifikation erhalten. Installiere Mods an einer Werkbank, um deine Waffen aufzurüsten. Ein anderer Schadenstyp, ein Zielfernrohr, verbesserte Feuerrate und noch vieles mehr. Sehr schön. So, was haben wir in dem Part? Haben wir in dem Part irgendwas erlebt? Ich glaube ja, ein bisschen, ne? Ein kleines bisschen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt doch nochmal zu diesen Reed Thompson. Müssen wir doch hier hin, ne? Ja. Terminal. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook Saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting Saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Mhm. Toll. Ich kaufe mir jetzt auch eine Dose Thunfisch und krieg dann Rattenfleisch. Lecker. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Ich warte, bis du fertig bist. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Ja, bist du Reed? Man hat mir gesagt, ich soll mit dir reden. I'm Reed Thompson. Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Ja, das liegt daran, dass ich keine habe. Ich arbeite nicht für Spacer's Choice. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Ungewollter Visitor. Also, Besucher. Mein Schiff muss repariert werden. Ich suche nach einem Energieregler. Das so ein Ding halt. Only regulator we've got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Ja, dann, lass mich raten, ich soll irgendwas für dich erledigen, bevor du mir hilfst. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Was genau meinst du mit größtenteils verlassen? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ich glaube nicht, dass sie sonderlich erfreut sein werden, wenn ich ihnen den Strom abstelle. Und ich weiß schon, worauf das hinausgeht. No, I do not imagine they will be pleased. But, like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home.
Na gut, dann, obwohl ich frag nochmal, wieso? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Wie kann ich helfen? My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Gut, ich schau mich mal um. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Klar, nehme mit. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Gut. Begleiter. Du hast einen Begleiter. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiterkampffähigkeiten freischalten. Okay. Okay. Ja. Manche Leute helfen erst, wenn du einen anderen Auftrag erledigt hast. Ja, Standard, ne? Hallo, ich hätte gerne einen Verband. Nein, dafür musst du erst was töten. Danke. Pavati kann jetzt der Gruppe beitreten. Ich würde sagen, die ist in der Gruppe. Und hey, zwar... Can we talk? Was? Sorry. Can we chat? Achso. Ja. Können wir. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. On account of it's his job and what all. But that's not the only side of the tale. Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Ich kann es niemandem verübeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Ja, würde ich sagen. Und vor allem, dass die Menschen hier so als Gegenstände behandelt werden, ne? Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Ja, könnte wohl nicht schaden. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say, anyways. Judy. So ein oller Schubser. Gehen wir jetzt noch hin oder mache ich jetzt Schluss? Ich mache jetzt Schluss. Na, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.